Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Wir haben ja jetzt die Templerin Chao Chang oder sowas in der Art. Auf jeden Fall unsere Osteuropäerin, was heißt Europäerin, Asiatin, was sie auch immer ist, Guten Tag, Captain. getötet und den Schlüssel bekommen. Und jetzt schauen wir erstmal nach der Flotte und dann denke ich mal, beenden wir mal hier die Blockade von Nassau. Oder wir machen sie noch schlimmer. Ist natürlich dann immer Ansichtssache, weil normalerweise alles, was sie angehen, geht ja eh in die Hose. Von daher ist das nicht so schlimm. So, 2400. Und 1800. Und eine neue Trommel. Aha. So, haben wir hier noch. Oh, hier haben wir noch drei Stück. Ah ja, das haben wir jetzt neu, gell? Nordwesteuropa 3. Stimmt. Aber wir schauen dann gerade mal nach Nordwesteuropa 3. 75, 60, 50, okay. Was meint die Flotte? Wir haben doch ein paar Schiffe, also denke ich mal, werden wir immer hier das Seegefecht suchen. Oder auch nicht. Ah, ich weiß nicht, ich glaube, hier kriegen wir voll auf die Nuss. Solange wir noch Ressourcen haben, sage ich mal, scheiß der Hund drauf. Bristol ist ein wichtiges Handelszentrum für den Rest Britanniens. Zollt euren alten Freunden zu Hause Respekt und verkauft 75 Sack Reis im alten Hafen von Bristol. 2400 wird erledigt. Aber wir reparieren das kurz mal noch. Nein, wie gesagt, solange wir ja noch Ressourcen haben, ist es eigentlich egal. Würde ich mal so sagen. Warum kann ich es natürlich nicht losschicken? Och, unser Schiff ist tatsächlich zu klein. Oh, scheiße. 75 packt es nicht. Verdammt. Schicken wir es hier hin. Aber dann brauchen wir also doch ein größeres Schiff. Oh, das wird natürlich jetzt interessant. Es wird sehr interessant. Ein größeres Schiff. Oh, wir klauen gerade da hinten das. Das ist jetzt echt ärgerlich. Wie gesagt, ich hätte eher die Festung hier oben noch mit Kanonen bestückt. Dann wäre dann hier Nassau auch ein bisschen sicherer gewesen. Aber schauen wir mal, was unsere Landsleute, Piratenkumpanen zu melden haben. Wir bitten um Palais. Das Wasser, King George ist unsere Sperenzchen endgültig leid. Wer ist der Grimmige? Das ist Captain Woods Rogers. Kein Mann, der mein Gesicht sehen sollte. Wir erbitten ein Parley mit den Männern, die sich selbst die Gouverneure dieser Insel nennen. Charles Vane, Ben Hornigold und Ed Patch. Tretet vor, wenn's recht ist. Ist wegen des Pardons? Verdammt, was treibt Hornigold da? Hasenfuß. Was habt ihr Männer vor? Ich bin dankbar für eure Gastfreundschaft, Captain Hornigold. Verwechselt nicht Höflichkeit mit Unterwerfung, Gouverneur. Ich bin neugierig, was ihr zu sagen habt. Doch andererseits auch uns. Sehr gut gesagt. Und wenn ich das von einem Piraten erwartet hätte, auch ich verspreche denen Aufrichtigkeit, die mich anhören. Ihr werdet schon noch sehen, Gouverneur Rogers. Diese Schurken zeigen bald ihr wahres Gesicht. Ruhig, Commodore Chamberlain. Ich gab Captain Hornigold mein Ehrenwort, dass wir gleichberechtigt verhandeln. Das wird euch auch nicht helfen. Männer wie er sind Gift für den Ruf seiner Majestät und ein gefährliches Krebsgeschwür für die neue Welt. Der König will sie vernichtet sehen, so viel ist klar. Oh nein. Der Tod ist auf der Oh toll.
Das war so nicht geplant. Es war dann wohl ein Schuss in den Ofen. Ich liebe immer noch dieses Parcoursystem. So, wo haben wir denn die Schlafpfeile? Auch ich verspreche denen Aufrichtigkeit, die mich anhören. Ihr werdet schon noch sehen, Governor Rogers. Diese Schurken zeigen bald ihr wahres Gesicht. Ruhig, Commodore Chamberlain. Ich gab Captain Hornigold mein Ehrenwort, dass wir gleichberechtigt verhandeln. Das wird euch auch nicht helfen. Männer wie er sind Gift für den Ruf seiner Majestät und ein gefährliches Krebsgeschwür für die neue Welt. Der König will sie vernichtet sehen, so viel ist klar. Das ist der Marktplatz? Zumindest das, was dem am nächsten kommt. Unglaublich. Nicht sauberer als ein Hundezwinger. Captain Hornigold, bitte ruft eure Männer. Ich würde am liebsten jetzt erschießen. Rackham, Wayne, der Gouverneur schickt nach euch. Bringt Burgess und Cockrem auch mit. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Sie werden eh erschossen oder hingerichtet. Irgendwas passiert hier eh. Ausschwärmen, Männer! Und behandelt dieses Ganze, als wäre es unser. Seinen Wunsch hier. Ich habe meine Methoden, Commodore, und ich erwarte, dass ihr euch Wort für Wort an sie haltet. Geh doch in. Hier da, auseinander! Oh! Aus dem Weg, Bastarde! Weg da! Unser einziges Ziel ist, mit den Herren dieser Ansiedlung zu verhandeln. Allen anderen raten wir, ihren üblichen Geschäften nachzugehen. Bewegung! Los! Commodore Chamberlain, bitte ruft alle Händler, Steinmetze und Zimmermänner zusammen und lasst sie am Nachmittag zu mir kommen. Wir müssen diese Festung wieder instand setzen. Wir sollten die Waffen konfiszieren, Gouverneur. Machen wir diesen Piraten deutlich klar, dass mit den Abgesandten des Königs nicht zu spaßen ist. Ja, komisch, die können das, ne? Ich will keine Feindseligkeiten heraufbeschwören, Commodore. Trotz unserer Waffen sind wir ihnen zahlenmäßig unterlegen. Die Überredungskunst ist unsere beste und schärfste Waffe. Geschwätz, Governor. Wir sollten alle Schiffe versenken, die nicht des Königs Flagge tragen. Wenn nicht, nähren wir Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit. Hallo! Oh, dein Faschisten! Oh, Mensch, dieses Spiel, ne? Oh, immer diese unnötigen Dinger. Wenn ich jetzt wieder von vorne anfangen darf, nur weil der Kerl hier meint, er müsste unter der Kommode festhängen, Alter. Mensch, des Kinders. Unfassbar. Nein, aber wie gerade eben schon erwähnt, die hier können das komischerweise. Die wollen die Festung instand setzen. Warum haben wir das nicht gemacht? Warum? Passt auf, wie ihr über seine Majestät redet, Governor. Ihr seid auf seinen Wunsch hier. Ich habe meine Methoden, Commodore, und ich erwarte, dass ihr euch Wort für Wort an sie haltet. Ah, immer wieder schön, ne? Die Ruhe in Person. Wer kennt es nicht? Nein, das hier sind halt eben so ärgerliche Tode, ne? Ihr da, auseinander! Platz für die Gesandten des Königs. Aus dem Weg, Bastarde! Weg da! Unser einziges Ziel ist, mit den Herren dieser Ansiedlung zu verhandeln. Allen anderen raten wir, ihren üblichen Geschäften nachzugehen. Bewegung! Los! Commodore Chamberlain, bitte ruft alle Händler, Steinmetze und Zimmermänner zusammen und lasst sie am Nachmittag zu mir kommen. Wir müssen diese Festung wieder instand setzen. Wir sollten die Waffen konfiszieren, Gouverneur.
machen wir diesen Piraten deutlich klar, dass mit den Abgesandten des Königs nicht zu spaßen ist. Ich will keine Feindseligkeiten heraufbeschwören, Commodore. Trotz unserer Waffen sind wir ihnen zahlenmäßig unterlegen. Die Überredungskunst ist unsere beste und schärfste Waffe. Geschwätz, Gouverneur. Wir sollten alle Schiffe versenken, die nicht des Königs Flagge tragen. Wenn nicht, nähren wir Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit. Schweigt, Commodore! Ich bin der gottverdammte Gouverneur hier, im Dienste seiner Majestät, und ich treffe alle Entscheidungen. Ist das klar, Sir? Aye, Sir. Eure Wünsche sind klar wie Kristall. Unfassbar. Ein Arschloch, ne? Hallo, herein. Ich bin's, der Piratenkönig. Hallo. Das sind die Karten, Commodore. Sind bereit. Governor Rogers glaubt, er könne Männer aus diesen Affen machen. Ich jedoch nicht. Geht nun und erwartet meine Befehle. Ein feiger Haufen. Und ich dachte immer, Piraten wären mutig. Die hier kapitulieren einfach. Die Festung hätte man von Anfang an wieder in Gang setzen können. Und dann wäre das hier auch anders ausgegangen. Ja, was soll ich überhaupt machen? Ah. Ciao. Hoppala. Ah, meine Freunde. Ich bin wieder hier. Nein, das mit dem Vor, das habe ich schon, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Folgen erwähnt. Ja, auf die Idee hätten sie auch selber kommen können, aber unsere Piratenfreunde waren wohl nicht so schlau, wie ich gedacht hätte. Ist halt eben leider Gottes mal so. Kann man wohl nicht ändern. Aber sie haben auf jeden Fall jede Menge Schiffe mitgebracht. Versprechen und erklären wir hiermit, dass falls einer der genannten Piraten sich am oder vor dem 5. September im Jahre des Herren 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt, oder einem Gouverneur oder Vizegouverneur aus einer unserer Altlandsinnen in Übersee. Oh nein. Woher wissen die denn bitte jetzt schon wieder, dass ich da bin? Frischheit. Ah, ich bin aber hier. Dass, falls einer der genannten Piraten sich am oder vor dem 5. September im Jahre des Herren 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt, oder als Gouverneur oder Vizegouverneur, war ja klar, in den Übersee jeglichen oder jegliche Piraten, der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Fort, Burgen und anderer Orte in unseren Plantagengebieten und all unsere zivilen und militärischen Offiziere, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. You're in my sight, sweetheart! Ah. Ich
bin auch nicht aufgeflogen, also es kann nicht mehr lange dauern. Wo ist denn diese verdammte Glocke eigentlich? Obala. Mein Freund. So, wo ist die da hinten ist sie, okay. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt reicht's mir so langsam. Oh, ja. Das hier war knapp. Wenn das hier gescheitert wäre, ne, wäre ich geplatzt. Aber ich habe so sogar noch eine Trophäe erhalten. Das ist nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? Ich hoffe, ihr wählt den rechten Kurs, Gentlemen. Und akzeptiert die Begnadigung, sobald ihr mit euch im Reinen seid. Denn bis es soweit ist, dürft ihr allesamt Nassau nicht verlassen. Es tut mir sehr leid. Doch im Vergleich zu einer Anklage ist das Pardon eure beste Chance. Der Gouverneur drückt sich viel zu freundlich aus. Verbreitet dieses. Akzeptiert des Königs Schutz. Sonst schleifen wir die Stadt bis auf die Grundmauer und brechen euch eure Hälse. Frieden. Commodore Chamberlain, wir sind Gesandte, keine Scharfrichter. Noch nicht. Oh, vielen Dank, Sir. Gott segne euch. Ich sehe dies als Wink des Schicksals, Männer. Wir sollten das Pardon annehmen und retten, was uns an Würde geblieben Pisse. Ist. Ich hänge lieber, als mich diesem Hampelmann zu ergeben. Geh zum Arzt, Wayne. Wir hatten eine seltene Gelegenheit, eine Chance, aus etwas Gemeinem eine Regierung zu formen, getragen von Männern mit Visionen. Und in nur 2 Jahren setzten wir sie auf Grund. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Ja. Er sagt die Wahrheit. Und ihr Welpen, ertragt sie nicht? Adieu, ihr versoffenen Achterdeckbauern. Wir sehen uns am Galgen. Ihr seid tote Männer! Bastarde! Ja, ich würde sagen, wir bringen sie um. Hört sich gut an. Ich brauche einen Schnaps. Jawohl, wir bitten um Palais, das haben wir dann auch schon mal. So. Aber wir kommen immer noch nicht aus Nassau raus, oder? Nein, verflixt. Es ist verflixt. Wir kommen hier immer noch nicht raus. Müssen hier dann noch ein paar Missionen weitermachen und dann gehen wir auch hin. Aber zuerst, Moment. Stellen wir gerade mal noch ein paar Pfeile her. Ah ja, ich muss natürlich erstmal wieder auf normalem Grund stehen. So, dann auf ein neues. So, das haben wir dann auch. Und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich gehe mal davon aus, dass hier, so würde ich sagen, so eine Art kleiner Bürgerkrieg losgeht. Auch zwischen den Piraten. Aber das werden wir dann alles in der nächsten Folge sehen. Bis dann und danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.